Grüßt euch, Online-Liga-Neulinge. Willkommen bei Teig KH. Wir schauen heute rein ins Talent. Ihr fangt gerade an mit Online-Liga und das Erste, was ihr seht in eurem Kader, sind lauter Fragezeichen beim Talentwert. Ja, so fängt jeder an und keiner weiß genau am Anfang, was das eigentlich zu heißen hat. Ja, das Mysterium Talentwert bei den Spielern. Ganz schwieriges Thema, beziehungsweise ganz einfaches Thema tatsächlich, denn ihr müsst wissen, der Talentwert jedes Spielers ist von Anfang an in die Wiege gelegt. Der wird sich nicht mehr verändern über den Verlauf seiner Karriere. Soll heißen, auch wenn ein Fragezeichen dasteht, der Spieler hat schon bereits ein gewisses Talent. Warum das Fragezeichen dasteht, ist ganz einfach. Ihr müsst am Anfang das Talent aufdecken. Zu dieser Aufdeckung gibt es ein paar Dinge zu beachten. Erstens, der Spieler muss mindestens 10 Spiele gemacht haben, egal wie viele Minuten, und wenn er nur eine Minute eingewechselt wird, bevor dieses Fragezeichen verschwindet. Dann gibt es 2 Optionen an der Stelle. Und die erste Option ist, dass der Spieler bereits sein Talent komplett aufgedeckt hat und ihr den echten Talentwert, den er schon in die Wiege gelegen bekommt hat, sehen könnt. Das ist aber sehr unwahrscheinlich. Die zweite Option ist, dass ein Talentwert aufgedeckt wird, der aber noch in Ermittlung ist. Was bedeutet, ihr seht in Klammern, beim Talentwert wird noch ermittelt. Aber auf der Homepage sieht man das nicht immer überall. Zum Beispiel, wenn man das Overlay aufmacht, also auf den Spieler klickt, aber nicht auf den Steckbrief geht. Da kann es passieren, dass da nicht Wert in Ermittlung angezeigt wird. Aber auf dem Steckbrief seid, könnt ihr euch sicher sein, dass das dann dabei steht. Deshalb guckt euch Spieler genau an. Zum Beispiel auf dem Transfermarkt, da wird manchmal das Talent zwar angezeigt, aber ihr seht dann nicht, dass es noch in Ermittlung ist. Also da auf jeden Fall drauf achten und eher dann nochmal einen Steckbrief schauen, um wirklich zu kontrollieren, ob das Talent schon voll aufgedeckt wurde. Weiterhin ist zu verstehen, da ihr wahrscheinlich gerade erst angefangen habt, seid ihr in der 6. Liga. Was bedeutet, bis zu einem gewissen Grad kann man das Talent aufdecken, und wenn das Talent so unter 20% ist, wird es wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich aufgedeckt. Und wenn es drüber ist, kann es sein, dass der Spieler sehr, sehr lange braucht, bis sein endgültiges Talent dann aufgedeckt ist. Nicht vergessen, der Talentwert steht ja schon fest. Was ihr tun könnt, um eventuell doch schon Talentwerte für euch auch aufzudecken, ohne dass sie im Spiel aufgedeckt sind, ist das Training zu beobachten. Und zwar über längere Zeit. Das bedeutet, wenn ihr einen Talentwert für euch ausmachen wollt, heißt es, ihr müsst schauen, hey, wie viel Trainingszuwachs hat der Spieler nur durch das Training. Das werden wir aber auch nochmal behandeln in einem anderen Video, wie man denn die Skillwerte auch sich anschaut und was das bedeutet, nur aus dem Training heraus. Aber wenn ihr das schon beurteilen könnt, für den Anfang langt das auch, wenn ihr einfach nur die Skill-Ups anschaut. Könnt ihr Spieler untereinander vergleichen über einen längeren Zeitraum und wisst dann ungefähr, wer ein besseres und wer ein schlechteres Talent hat. Deshalb gilt es da, wenn ihr denn auch die Mühe euch machen wollt, schreibt euch die Skill-Ups im Training auf, das über mehrere Wochen, und dann habt ihr einen Vergleich, wie denn die Spieler sich untereinander verhalten und könnt dann schon sehen, welcher Spieler eventuell das höhere Talent hat. Dafür müssen sie aber das gleiche Training durchführen, und zum Training werden wir auch noch ein Video machen. Das folgt auf jeden Fall dann auch noch hier auf dem YouTube-Kanal. Wichtig ist auch, wenn ihr traden wollt, könnt ihr auch schon auf dem Spielersteckbrief erkennen, wenn ihr den Fortschritt, die Entwicklung anschaut, in welchen Bereichen sich denn das Talent ungefähr bewegt. Und zwar guckt ihr euch dafür meistens die Gesamtstärke an und schaut, wie hat sich die Gesamtstärke denn entwickelt. Die Experten würden dann noch dazu raten, dass ihr vielleicht noch die einzelnen Skills anschaut, wie sie sich entwickelt haben, damit ihr abschätzen könnt, ob der Trainingsplan vielleicht ein guter oder ein schlechter war. Aber das ist, glaube ich, jetzt am Anfang ein bisschen viel. Da reicht es erstmal, auf den Gesamtwert zu schauen, auf den Gesamtdurchschnitt. Das heißt zum Beispiel, wenn ihr eine Plus 1 habt über eine Saison, ist das eher nicht so gut, vor allem wenn der Spieler jung ist. Das heißt, wenn ihr eine Saison betrachtet, zum Beispiel Saison 9 auf 10, und da nur ein Plus 1 Unterschied ist und der Spieler noch jung ist, wird der Talentwert wahrscheinlich nicht sehr hoch sein. Normal dürfte dann so Plus 2 sein, wo dann der Spieler so zwischen 15% und 20% Talent hat, ungefähr. Und wenn man jetzt die Plus 3 dastehen hat, innerhalb von einer Saison, dann ist der Spieler sehr wahrscheinlich im Talent zumindest über den 20%. Wenn er die Plus 4 erreicht, wird er auf jeden Fall über oder an die 30% haben oder mehr. Mittlerweile gibt es ja auch Spieler, die höhere Talentwerte haben. Aber Plus 4 ist super schwer zu erreichen. Aber wenn er Plus 3 hat, könnt ihr euch sicher sein, dass er zumindest ein sehr guter Spieler ist für euren Startkader, was den Talentwert angeht. Wichtig für euch ist aber auch, wenn ihr die Skill-Ups anschaut aus dem Training oder die Gesamtstärkeentwicklung über eine Saison, dass das Alter da auch eine Rolle spielt.
junge Spieler bekommen mehr Skill-Ups, was bedeutet, sie könnten eventuell tatsächlich auch ein niedrigeres Talent haben als andere Spieler bei euch im Verein. Und ich sag mal, alles, was unter 20 Jahren ist, da muss man ein bisschen vorsichtig sein, weil die eben auch im Training einen Boost haben. Und da ist es dann schwierig, sie zu vergleichen, zum Beispiel mit einem 20- oder 23-Jährigen oder gar einem 26-Jährigen. Und je älter der Spieler wird, also zum Beispiel 27 bis 30 Jahre alt, desto geringer fällt auch dann irgendwann sein Gesamtfortschritt und sein Gesamtskill-Up aus. Zwar nur marginal, aber es wird halt niedriger. Und über 30, da fängt es dann auch langsam an, dass die Skills wieder schwinden können. Soll heißen, ihr müsst da schon auch aufs Alter gucken, wenn ihr den Talentwert noch nicht kennt und das ein bisschen für euch vielleicht ausmachen wollt, wo der denn liegen könnte. Wichtig für euch beim Talentwert ist auch zu verstehen, dass er nicht alles ist. Das bedeutet nicht, dass wenn jemand einen hohen Talentwert hat, dass er auch besser auf dem Platz agiert. Das heißt für euch aber, dass er sich besser entwickeln wird. Entsprechend bedeutet das, wenn man schon Spieler hat, die sehr gut in den Hardskills sind, aber einen niedrigen Talentwert haben, kann er trotzdem wertvoll für eure Mannschaft sein. Genauso andersrum, wenn man einen Spieler hat, der ein hohes Talent hat, ist er in der Entwicklung natürlich den anderen bevorteilt. Soll heißen, in 2-3 Saisons kann er die anderen eventuell überholen und dann ein wichtiger Bestandteil und eurer Mannschaft werden. Das soll heißen, für euch, ihr müsst euren Kader gut durchplanen, für die Zukunft auch schon mal vorbereiten, euch Gedanken dazu machen. Und dazu ist es eben wichtig, dann auch euren Kader kennenzulernen, was den Talentwert angeht. Ein kleiner Hinweis an der Stelle auch, weil ich das auch lange nicht wusste, ist folgender. Ihr kennt ja die Form, wenn ihr jetzt angefangen habt, da gibt es immer mal rote, graue und grüne Aussagen und Balken. Zu dem Thema werden wir auch noch ein Video machen auf jeden Fall, aber für euch der Hinweis, das Talent wirkt sich auch ganz leicht, wirklich sehr leicht auf die Form aus. Wie genau und wie groß die Auswirkung ist, das wissen wir alle nicht, auch nach 10 Saisons nicht, aber es steht im Handbuch und ich war selbst überrascht, obwohl ich das Handbuch schon mehrmals gelesen habe, dass der Talentwert sich eben auch auf die Form auswirkt. Das ist jetzt aufgekommen dadurch, dass wir doch sehr talentierte Spieler mittlerweile im Spiel haben, die über 40-50% Talent haben, die dann auf einmal mit Form geglänzt haben. Und deshalb haben alle nochmal nachrecherchiert und für euch die Info an der Stelle, Talent beeinflusst auch die Form. Das soll es dann auch mal wieder gewesen sein mit dem Video hier zum Talent. Wenn ihr dazu noch Fragen habt, gerne unten in die Kommentare. Wer Anmerkungen hat, weil ich zum Beispiel irgendwas vergessen habe oder irgendwas nicht korrekt war, gerne auch in die Kommentare rein. Denn Online-Liga ist kein Singleplayer-Spiel, sondern ein Multiplayer-Spiel. Und wir sind eine Community und wir helfen uns gegenseitig. Wer Bock auf Hilfe hat, Mentorenprogramm, das haben wir vor kurzem gestartet, da könnt ihr gerne vorbeischauen auf der Liste, die ist unten im Video dann auch verlinkt, also in der Beschreibung, da einfach vorbeischauen. Da sind ein paar Mentoren, die Bock auf Neulinge haben, die einfach auch dann mal helfen und gerne helfen. Achtet aber darauf, dass die Jungs auch frei sind. Sie haben extra einen Haken drin, sie verwalten es auch selbst und deshalb als Community können wir wachsen, als Community können wir besser werden. Wer Bock hat, auch das Ganze mal live zu erleben, wer einfach mal auch einen Stream zur Online-Liga erleben möchte, kann bei mir auf Twitch vorbeisurfen. Wer die nächsten Videos mit all den anderen Themen nicht verpassen möchte, Abo dalassen, Glöckchen drücken und wem es gefallen hat, ein Däumchen hoch, würde mich auch freuen. Euer Tai. Seid auch das nächste Mal wieder dabei.